nicht mehr lange. Krieg einen neuen Stuhl. Ein Goldstuhl. Das ist eine Toilette, aber eine goldene Toilette. Ich will das. Oha! Bonus, ich will, Bonuslevel! Nein, ich will Diamant! Sie mein, will Diamant! Mein Bonuslevel! Nein, zack, ich will zack, das, zack, zack, nein, zack. Hey, du machst es falsch! Hey Leute! Was geht? Deine hier mit! René, hallo! Ja, ich bin ein bisschen kleiner geworden. Ja, ich habe René vorhin gesagt, er ist zu groß. Ich habe meine Fruchtzwerge nicht gegessen, deswegen bin ich nicht mehr gewachsen, sondern geschrumpft. Oh, jetzt habe ich, mein Geheimnis verraten, weil ich, warum ich so groß bin. Ja, das stimmt. Ja, René musste heute sich ein bisschen schrumpfen lassen, weil ich der Meinung war, er ist immer zu groß und es ist voll schwer, die Kamera so einzustellen, weil ich bin voll klein. Und da ich netter bin, habe ich dann gesagt, dann machen wir das natürlich, dann schrumpfe ich mich direkt auch. Genau. Nicht Spaß, ich gehe jetzt wieder nicht ganz, nur, weil ganz, du, ganz nach oben. Ja, also, aber so. Das hast du nicht nur gesagt, weil du netter bist, sondern auch, weil René kam nämlich auch auf Knien hier reingekrochen und hat mich darum gebeten, mit mir Handyspiele spielen zu dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber nur zu meinen Konditionen. Das heißt, wir spielen jetzt Konditionen? Ein Zahnarztspiel. Ja, also ich muss sagen, wenn das so wird wie das Vorschaubild, was wir gerade gesehen haben, dann musst du mich auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue auf Knien anbetteln, wenn du nochmal mit mir spielen willst. Was du natürlich immer willst. Das immer! Wissen wir, das wissen wir ganz genau alles. Immer! Weil das sah echt unangenehm aus. Ja, also ich glaube, das wird auch unangenehm. Das wird auch unangenehm. Ja. Und vor allem, es geht direkt los. Es kommt kein Intro oder so weiter, sondern direkt irgendwas müssen wir machen. Ja, direkt. Und du musst die Zähne reinigen. Und der hat ganz schön viel Spinat gegessen. I guess. Boah, das sieht. Aber sieht gut aus. Was jetzt? Findest du das nicht ein bisschen beruhigend zumindest? Ja, das Endresultat schon. Oder? Aber das sieht einfach falsch aus. Guck, Daumen hoch, 5 Sterne gerne wieder für Zahnarzt. Leute, apropos Daumen hoch, wenn euch solche Videos hier gefallen, dann lasst doch auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann seht ihr nämlich auch mehr von uns komischen Leuten. Denn der hat einen Top-Zahnarzt gehabt und wir sind Top-Zahnärzte. Zahnärzte und Handyspielspieler. Handyspielspieler. Ja. Die das auch nie Apps nennen können. So. Oh nein, guck, sie weinen. Frau Doktor, ich helfe ihr. Danja. Ach, junge Frau, kann ich Ihnen helfen? Bitte weinen Sie nicht, ich helfe Ihnen. Ich kümmere mich darum. Ich mache das alles. Mach mal sauber. Mach mal hier. Ich mache hier einmal komplett rundum Reinigung. Kein Problem. Das sieht einfach falsch aus, wenn das so wie so Kristalle einfach abfällt. Ja, das ist wirklich. So, gucken Sie mal. Jetzt strahlen Sie doch wieder wie der Sonnenschein. Also, das muss man doch mal sagen. Ich mache ein bisschen ein paar Sachen kaputt. Hast du dein Handy runtergeschmissen? Nee, das ist ja noch. Guck, wie sie lächelt. Die ist auf jeden Fall happy. Guck, wie sie lächelt. Das ist nicht eine hübsche. Oh, wir haben bald unseren neuen Chair. Ja, und guck mal, der sieht aber auch sehr traurig aus gerade. Wie traurig die alle sind. Haben die alle Angst vor dem Zahnarztzimmer? Ja, ich hätte auch Angst, wenn ich so ein Zeug auf meinen Zähnen hätte. Das ist Spinat, haben wir doch vorhin schon geklärt. Ja, das war irgendwie ein Spaß. Ich glaube, das ist eher. Gibt's grüne Fanta? Wir kriegen einen neuen Stuhl. Ich wollte schon immer einen neuen Zahnarztstuhl. Kannst du ja auch hier einen reinstellen. Stuhl. Für zu Hause oder was? Nee. Das klang gerade so, ich wollte schon immer, ich meine, wir spielen das Spiel seit 2 Minuten und wenn du sagst, ich wollte schon immer einen Zahnarztstuhl, denke ich jetzt als erstes, okay, du hast da so eine Vorliebe für Zahnarztstühle einfach zu Hause. So zum Fernsehen gucken. Ja, aber ist doch praktisch, da kann man sich das so zurücklegen. Ja, wenn man zwischendurch eine Zahnbehandlung haben will, dann kann man das. Ich wähle nicht den Zahnarzt dazu, nur den Stuhl. Weil da kannst du dich so drauflegen und ich meine, die sind ja auch so höhenverstellbar und dann kannst du die ja auch so in alle Richtungen drehen und liegst du bequem. Also ja, das ist natürlich alles Quatsch, das ist natürlich alles, also bla 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 bla, weil das stimmt ja alles nicht, dass das bequem ist und so, ne, das wissen wir alle. Aber was richtig, richtig cool ist, gratis Wasser. Direkt einfach so, einfach Becher hinhalten und so. Was? Deshalb gehst du zum Zahnarzt? Nein, ich gehe da nicht hin, aber es ist schon praktisch. Ja, es geht doch darum, zu Hause so einen Zahnarztstuhl zu haben. Ja. Ach so, so mit so einem Ding. Ja. Ja, aber das kostet auch trotzdem. Ja, in meinem normalen Stuhl habe ich nicht so einen Wasserbehälter. Ich verstehe. Guck mal, der Stuhl ist ein Zahnarztstuhl, der ist angeschlossen an die nächste Zahnarztpraxis und deshalb bezahlt die Zahnarztpraxis dann für das Wasser. Ich dachte, du verstehst immer noch nicht, was ich meinte. Nein. Die Diskussion führen wir jetzt nur falls fort. Und wenn es eine halbe Stunde dauert. Ich verstehe. Mir geht es nur darum, dass man dann da so einen integrierten Wasserspender hat. Ach so, ja, du hast die ganze Zeit gesagt, gratis Wasser. So, ich dachte, Wasser musst du bezahlen, wenn das aus der Leitung kommt.
Nein. Okay, kommen wir wieder. Dann kümmere dich mal hier. Jetzt wieder Fokus auf das Spiel und nicht auf die Diskussion mit dem Gratiswarte beim Zahnarzt. Ja. Guck, das meinte ich. Dieses Ding hier. Ja, gut. Hast du einen Wasserhahn zu Hause eigentlich? Ja. Dann kannst du auch einfach aus dem Wasserhahn Wasser holen. Ja, aber dann habe ich das ja nicht am Stuhl direkt. Ach so, okay. Mir. Ui, was ist das denn? Der hat nicht nur die Fanta getrunken, sondern der hat auch... Der hat auch sich ein Loch da reingeholt. Warte mal, jetzt müssen wir, glaube ich, unser Werkzeug wechseln, weil das Loch, das sieht nicht gut aus. Also ich könnte... Okay, das kann man einfach so füllen. Mit Wasser? Mit Wasser, ja. Ui, das sind gleich zwei Löcher. Guck mal, zwei Löcherchen. Also, da hat aber jemand viel Dingsbums. Muss ich hier sauber machen. Macht auch Sinn. Ach, erstmal sauber putzen hier. So, schön. Schrubbidi, schrubb, schrubb. Und dann hier das einmal füllen. Warum auch immer das einfach, geht. Das sieht einfach aus wie so eine Waschanlage, wo man so, ja, so Wasser mit so Seife reinsprüht. Ja, das stimmt. Das heißt, wir wissen jetzt, Zähne bestehen aus Wasser mit Seife. Ja. Nicht mehr lange. Einen neuen Stuhl. Ein Goldstuhl. Das ist eine Toilette. Das ist eine Toilette, aber eine goldene Toilette. Praktisch. Guck dir an. Schon. Wundervoll. Okay. Großartig. Okay. Und ich glaube, der braucht sogar eine Brücke. Ein Goldzahn. Kriegt der alles. Ich bin für alles da. So. Machen wir hier. Ach. Ein paar Goldzähne. Schnäppchen, möchte man ja sagen. Ein Schnäppchen. Kriegt der zum Sonderpreis? Also ich muss dir sagen, so ein Goldzahn, passt auch zu seiner Frisur? Wollte ich noch nie haben. Nee, das fühlt sich, glaube ich, komisch anfühlen. Und schmecken. Meinst du, schmeckt anders? Ja, letztens hast du doch auf meinem Geld rumgebissen. Ja, war lecker. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann immer so einen Geschmack im Mund hat. Ja, ich glaube irgendwann nicht mehr, wenn du da jeden Tag drauf beißt. Und was ist denn, wenn du den verschluckst? Das wäre blöd. Gucken wir mal weiter. Kommt vielleicht als nächste Aufgabe. Schauen wir mal. Ja. Okay. Guten Tag. Guten Tag, junge Frau. Guten Tag, nehmen Sie Platz auf der Toilette. Die erinnert mich so sehr an mich selber. Hallöchen. Ja, ich glaube, wir machen die erst ein bisschen. Die wirkte noch vom Lifestyle her so ein bisschen jünger und frischer. Aber sonst passt das. Jünger und frischer als ich. Genau. Ja, gebe ich dir recht. So, ich fülle hier einmal die Löcherchen wieder auf. Kein Problem. Das kommt öfter vor. Wir haben so viele Patienten mit diesen Löchern. Aber die will keine Goldzähne. Die will keine Goldzähne. Komischerweise. Ja, ist ja auch verständlich. Sieht ja auch doof aus. Hast du jetzt zweimal hintereinander gespielt? Nein. Doch, hast du. Nein. Doch, hast du. Das ist mein Land. Ich bin auch. Das ist mein Land. Ich mach hier, was ich will. Ich habe uns gerade die goldene Toilette nach Hause geholt. Nehmen Sie wieder Platz auf der Toilette. Ja. Das ist unser Markenzeichen, die goldene Toilette. Das ist richtig praktisch, weil wenn du nämlich pullern musst, weil du Angst hast vor uns, dann kannst du das einfach eben machen. Das wird alles. Warum verkaufst du hier schon wieder Goldzähne? Ja, weil ich das Geld nach Hause bringen muss. Und für Gold, da bezahlen die halt auch viel. Okay, wir haben jetzt ein... Aktenschrank. Ja, na, wir haben so viele Patienten, dass wir jetzt einen Aktenschrank brauchen. Den kann man nur ganz zuschließen. Ich will das. Oha! Bonuslevel! Sie will dir mein Bonuslevel! Zack! Nein, hey, du machst das falsch! Nein, ich mach das genau richtig! Sieht gut aus! So, noch ein bisschen so, noch ein bisschen so. Oh nein! So, fertig, guck, Smiley ist schön. Die hat sich gefreut. Das war nicht genau das, was sie sich gewünscht hat, aber die hat sich trotzdem gefreut. Nein, du machst unsere Praxis kaputt. Nein, ich mache hier ein bisschen Freestyle. Oh Mann, wollte das machen. Du hast schon alle Goldzähne gemacht und ich wollte jetzt einfach nur diese blöden Diamanten da drauf machen. Ich bin ja der Goldzahnexperte. Das ist mein Fachgebiet. Ja, aber die Zähne putzen und hier diesen grünen Kram. Hallo, das war ein Glitzersteinchen. Wenn einer von uns beiden so aussieht, als könnte er perfekt aufkleben, dann bin das ja wohl ich. Das sah gerade ein bisschen anders aus bei mir. Aber hier, guck mal, der dreckige Zähne, das kannst du jetzt schön machen. Ich finde das irgendwie doof. Ich bin die Chefin und muss das machen. Chefin. Ich habe dir ein faires Angebot gemacht. Wir führen die Praxis zu zweit. Weil ich finde, nichts für die Praxis zu zweit. So, komm. Das finde ich auch Steinchen. Ja, da kannst du auch gerne zweimal machen. Da werden jetzt meine Kräfte, meine Qualifikation wird jetzt nicht erfordert. Das sind keine Goldzähne. Das ist jetzt relativ einfach. Das schaffst du schon. Ich muss dir auch mal Vertrauen geben. Nee, ich kündige dich gleich. Kannst du nicht. Ich bin Geschäftsführer. Von was denn? Von unserer Praxis. Von der Goldzahn AG oder was? Von der auch. Von der Goldzahn AG in der Schule. Und wenn du mich kündigst, wer macht dann die Goldzähne? Ich! Okay, was möchte der? Du darfst jetzt nicht schon wieder einen Goldzahn machen, oder? Oh, das ist ja so lustig. Das sieht mir nach einem Goldzahn aus da oben. Ich will auch mal. Guck, das spricht sich einfach rum.
Guck mal hier, der Kunde will goldene Zähne, verständlicherweise, weil Dr. René hat einen tadellosen Ruf. Die will sogar wirklich Goldzähne. Guck, ich bin... Ja, weil ich noch die Maus in der Hand hatte. Die hat gesehen, oh, die Person, die gerade die Maus in der Hand hat, die ist erfahren und die kann gute Goldzähne machen. Jetzt hast du dir die Maus geschnappt. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, aber ich habe mal Vertrauen darin. Ich mache jetzt dann gute Goldzähne. Guck mal, schön. Ja, hervorragend. Ja, also man sieht schon, da fehlt die Erfahrung. Was für, da fehlt die Erfahrung? Nicht ganz sauber gearbeitet. Das ist extrem sauber gearbeitet und du wirst aber gleich... Smiley könnte auch ein bisschen mehr noch lachen. Warum hat sie denn jetzt gerade nur so ein Halblachen? Ja, es war schon so, ja, okay, ganz nett. Aber guck, sie gibt einen Daumen nach oben. Ja, das ist auch mehr so ein, ja, muss ich ja jetzt. Sie ist glücklich! Sie ist richtig glücklich und gleich gibt's Rubine. Und die setze ich dann ein in den Zahn, oder? Siehst du, du hast jetzt die Maus gegriffen und er will keinen Goldzahn. Sehen wir hier oben. Also, das ist wohl ein eindeutiges Zeichen. Du musst mal wieder hier ein bisschen Löcher füllen, glaube ich, weil ansonsten... Nee, das kannst du ruhig machen. Wie jetzt? Ja, aber du wirst hier ein bisschen überheblich. Ja, das kann man ja auch sein als Goldzahn-Experte. Kannst hier ruhig mal wieder suchen. Ich weiß ja mal um meine Bedeutung. Ich weiß auch um meine Bedeutung. Du bist einfach nur anstrengend. Ja, du machst die Zähne sauber, ich mach Goldzahn. Nein. Guck, wir machen jetzt noch ein letztes Level und da kommt der Beweis, okay? Wenn da jetzt ein Goldzahn bei rauskommt, dann wirst du für immer schweigen. Und wenn da kein Goldzahn kommt, okay. Dann... Okay, ist gut. So, junge Dame, möchten Sie etwa ein paar Rubine? Die möchte einen Goldzahn! Weil ich ganz genau weiß, dass der Goldzahn-Experte hier am Werk ist. Also, das machen wir doch gerne. Zack, 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 zack. Guck, die hat auch nur hier ein paar Löcher. Das ist jetzt natürlich eher die Pflicht. Oh, sehen die schön aus. Oder? Nein, also du musst jetzt nicht wirklich für immer schweigen. Du darfst auch was sagen. Lasst euch keine Goldzähne bei René machen, Leute. Wirklich. Der Fusch. Ich will